Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Na, Stefan, wie findest du meine Hexendeko zur Walpurgisnacht? Praktisch. Wieso? Du musst dich heute mal nicht verkleiden. Oh, der Vergleich ist ja wohl eine Frechheit. Ich entschuldige mich ja schon. Angenommen. Also bei allen Hexen. Einmal die vier und ein belegtes Brötchen. Mit was sind die heute belegt? Mit einem Fluch? Was? Heute ist Hexentag. Merkt man das daran, dass du deinen Besen nicht zum Fegen benutzt? Ich sag nix mehr. Also als Hexe galt im spätmittelalterlichen Volksglauben eine mit Zauberkräften ausgestattete Frau, die Schadenszauber ausüben kann und einen Pakt mit dem Teufel hat. Und sie kann einem Kröten aus der Tasche zaubern. Jetzt hör aber mal auf mit diesen Hexenvergleichen. Keine Sorge, Anke, im Mittelalter wärst du keine gute Hexe gewesen. Ach ja. Als Hexe musste man für seinen Job brennen. Mach 228 Euro, sammeln Sie heiße Hexepunkte, haben Sie eine Borussia Dortmund-Card oder sind Sie im Bibi-Blocksberg-Club? Borussia Dortmund? Die waren ja am Samstag auch ein ganz schöner Scheiterhaufen. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.